Aufnahme läuft. Okay, alle da? Ja, Ohrstöpsel rein. Funkgerät stellen wir auf. Sagen wir mal 467. 467. Funktest Numisum. Funktest Husebum. Funktest Marok. Funktest Simix. Funktest Strike. Ach, es ist geil, wenn alles klappt. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Opfer spawnen und dann geht's weiter. Ja. Sehr spannend. Danke. Ist ja ein Drecksding hier, dieser. Ja, als Medic hat man so ein bisschen. Das ist so ein Zäpfchen, ja. Das. Da musst du schon echt dicht am Gegner sein. Genau. Ja, dafür bist du der Einzige, der spritzen kann, ne? Das ist geil, ja. Kann ich auch eigentlich mit Spritzen angreifen, quasi. Kannst auch spritzen, ja. Zäpfchen und Spritzen. Da sind Sachen drin für Notfall, wenn jetzt irgendein Loadout nicht geklappt hat. Wenn du. Das Problem ist damit, wenn du jetzt irgendeine Waffe aussuchst, dann kannst du deine Sachen, die du davor hattest, nicht mehr zurücknehmen, weil das. Bei mir passt was mit dem Loadout nicht. Also ich habe nur eine Granate. Granaten sind da gar nicht drin. Ich habe auch eine Granate nur. Aber zwei blaue Lichter, das ist wichtig. Halb nachts und so. Zum Polizeispielen. Okay, die sind immer noch nicht gespawnt, die diskutieren anscheinend heiß. Von deinem Sniper? Ja. Nö, musst du einfach mal ein paar Testschüsse machen. Du siehst auf jeden Fall mal schon mal gefährlich aus. Ich bin gefährlich, mein Freund. Vor allen Dingen das Nachtsichtgerät. Sehr gut. Eine gemütliche Brücke? Wen meinst du denn damit? Keine Ahnung, irgendwas. Es wird schon irgendwo eine Brücke geben hier, die hab ich auch gemerkt. Der Machine Gunner sieht schon am geilsten aus mit seinem Kopfgehörschutz hier. Kopfgehörschutz? Ich hab Gehörschutz? Du hast Gehörschutz, ja. Sieh mich nicht, verdammt. Okay. Naja, siehst die Aufnahme später. Ah, sehr schön. Du bist auch. Ja, nice. Ja, ja. Ich hab grad richtig lang mitgeschnitten, weil ich als erster gestorben bin und. Vorschlag zur Güte auf der Map, was ist das? Das ist für den Terror. Sehr schön, sehr schön. Der Vorschlag zur Güte. Auf so einer kleinen Insel in der Mitte. Ja, sehr schön. Ja, leider sind wir, berichtet man dann auch sehr helles Grüntarn und nicht so ein dunkles Braun. Na gut, warten wir mal ab. Badesee für Terroristen. Ach je. Ja, anscheinend diskutieren sie sehr ausgiebig. Das hatte ich auch schon mal. Das teilweise kann man sich da nicht einigen, ja. Wahrscheinlich, weil keiner die Map kennt, weil die ist sehr, naja. Ja, Teams, genau. Wir machen, ich fand die Aufteilung gerade, die sie gemacht haben, echt gut, dass man nämlich Sniper und MG zusammenpackt, als so ein, sag ich mal, zurückbleibendes Element, was ein bisschen Unterdrückung gibt. Das fand ich eine ganz gute Taktik. Da wir eher weniger sind, würde ich sagen, ist es jetzt. Achso, ein Spotter bräuchte ich auch noch. Ich würde sagen, der Sniper spottet quasi auch gleich mit für den MG-Gunner. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Dann brauche ich da nicht mitkommen. Also, ihr seid ein Team, Fussel und Simax. Mhm. Okay, ich pack euch in eine. So. Und dann machen wir. Die vier anderen bleiben zusammen, würde ich sagen. Das da kann man sich dann noch länger gegenseitig unterstützen. Okay, das heißt, wir. Okay, mal sehen.
Also ich glaube, drei Teams ist ja ein bisschen viel, bisschen Stretch für uns, weniger Hanseln. Okay, Opfer ist gespawnt. Wieder da oben. Ach, tatsächlich an der alten Stelle, okay. Gut. Dann, ich spawne uns jetzt auf eine Straße, wo wir relativ schnell hinkommen. Auf die Hauptstraße. Wir haben keine sehr guten Flieger diesmal, oder? Frage ist, ob wir welche brauchen. So. Uns markieren kann ich machen. Du müsstest einen Marker sehen, wo wir sind. So. Wollen wir jetzt Auto fahren oder wollen wir. Wieso? Simax? Ihr habt eine Weile gebraucht anscheinend zum Spawn. Ja, irgendwie habt ihr anscheinend versetzt gespawnt. Egal. Also, wir sind hier markiert auf blauem Einstiegspunkt auf dieser Autobahn Richtung Zieldorf. Naja, Autobahn, wie auch immer. Ich würde vorschlagen, wir fahren LKW und nehmen den Hubschrauber nicht mit, weil wir den nicht brauchen eigentlich. Ja, ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Scheiße. Ja, ja. Das ist natürlich Müll. Ich weiß nicht, ob das gerade schon mal passiert ist. Irgendwas ist da schief. Irgendwas läuft da schief. Ja, da müssen wir laufen. Marsch, Marsch. Marsch, Marsch Richtung Nordwest. Sind nur 2 Kilometer, also. Tut mir leid, das ist gerade der Opfer auch schon passiert. Ich hoffe, dass Sie das gleiche Problem haben. In den Tests war es bisher noch nicht. Also nur einmal, dann habe ich es gefixt eigentlich. Beim Joggen kann ich ja schon mal überlegen, wie wir angreifen. Gegnerischer Sektor bewegt sich gerade. Aber nur minimal. Ja, Waffen zurücknehmen, genau. Ist nicht zu erwarten, dass sie uns jetzt entgegenfahren. Also das Auto ist nicht so schnell zusammengebaut und so schnell rennen können sie nicht. Waffen rücken mit null. Aufschließen da hinten. Ja. Ich weiß nicht, warum es leckt. Das ist. Ziehen das Fass in den Schweinestall. Erinnert sich jemand von euch an Sniper-Position von Bluefall? Weil ich war letztes Mal nicht Bluefall, ich war letztes Mal Opfer. Ja, das war der Hügel nordwestlich des Dorfes. 50 Meter ist markiert. 359? 355. Na, meine ich. Marker kommt gleich. Ja, wäre gut, wenn wir unser MG und Sniper da auch wieder positionieren. Wir rücken da aber erstmal gemeinsam hin vor, damit wir nicht irgendwie ein halbes Team schon verlieren. Und von da aus lösen wir uns dann auf in Spotter und vorwärts rückendes Element. Das heißt, wir machen eher einen nördlichen Bogen jetzt.
dann Leerzeichen und dann die Sekunden, die du brauchst, um das immer wieder zu holen. Kann ich das wieder ausschalten? Indem du anstatt der 1 eine 0 eingibst. Klappt nicht. Also Router, Monitor, Leerzeichen 0, glaube ich, müsste das sein. Ah ja, okay. Danke. Gerne. Wartet mal auf euren Chef. Der Medic hat wohl Drogen genommen. Okay, weiter. Komm wieder ungesehen hin. Von hier aus. Das können wir ruhig, das ist kein Problem. Es ist nicht verboten explizit. Und dann nehmen wir einen. Wer hat gerade den grünen Marker gesetzt? Auf der Map? Ja, da steht Xiv. Schön, dass er uns seine Position anzeigt. Also er ist auf dem Hügel anscheinend. Ja, vielleicht ist das auch nur eine Finte sein, ne? Also. Ja, aber warum sollte er eine Finte machen? Also das. Ich schau mal schnell mit dem Scope an. Ja. So, verstanden. Wir sind gerade mit. Ja, ich sehe es, glaube ich. Wir sind jetzt an dem Ort davor, ne? Genau, nördlich. Nördlich des Ortes. Okay, Hügel habe ich jetzt selbst nichts aus spähen können. Das war ich. Hab's wieder weggenommen. Du hast auch die Tendenz, die Fußspräche ein bisschen abkacken zu machen. Ich? Ja. Da bewegen wir uns hin und uns hin jetzt. Kurz, genau, kurz sammeln, sichern. Entspannen. So, wir sind. Ich habe unsere Position nochmal eingezeichnet. Wir rücken nochmal nach deutlich ein Stück nach Norden vor und kommen dann direkt von Norden auf die Position mit der Fahne zu. Und dann setzen wir da den Sniper und das MG ab und rücken
wahrscheinlich durchs Dorf vor, also sozusagen an der Straße durch die Häuserdeckung in dem Bogen hier runter. Ich mach mal einen Marker. So, irgendwie als Viererteam. Und hier oben ist dann halt Sniper-Position auf. Na, wie kann ich den drehen, den Marker mit? Ja, ist schon klar. Ja, wissen wir. Ich hab ganz. Meine Frames sind okay. Ich hab. Jetzt hab ich gerade diese. Jetzt haut er nicht hin. Wäre es nicht besser, nach einem größeren Bogen zu gehen und hinten quasi am Wald lang über die Straße? Hat sich, Na, wir gehen jetzt. Wie meinst du das? Achso. Ja, also wenn wir da sind, werden wir es ja sehen. Also wir haben ja das MG, was uns sichert, während wir da rumlaufen. Also wir rucken jetzt erstmal ein Stück nach Norden noch vor. Hinter der Waldlinie hier lang. Richtig, richtig. Stellt mal bitte alle auf Whispern, dass wir es nicht zu spät machen. Und dann funken, weil man hört sich dann echt nicht mehr weit. Wir rücken jetzt über die Kartengrenze hinaus nach Norden vor. Kann man nur hoffen, dass sie keinen auf die Kartengrenze gestellt haben. Da kann man nicht, da gibt es ja keine Deckung mehr. Wir rücken jetzt durch den Wald vor, in Deckung des Waldes. Also minimal nach Süden. Kurz aufschließen.
Sniper und MG suchen sich jetzt am Waldrand schon eine Stellung Richtung Südwest. Also Richtung feindliches Hauptquartier. Wenn man hier überhaupt eine gute Sicht hat. Wir rücken mal alle zusammen ein Stück vor. Bitte? Ah ja. Okay, dann müssen wir trotzdem abchecken, ob da irgendjemand liegt am Waldesrand. Und Sicht aufs Gebäude haben wir auch schon. Der Sniper bitte mal auf das Gebäude gucken vor allem. Richtung 198 Grad, 200 Meter. 200 Meter? Quatsch. Was ist denn das für ein Ding hier? 821 Meter, sorry. Ja, so verstanden. Das kann ich bestätigen mit Rangefinder. Ja. Das müsste der Berg vor uns sein, direkt im Westen, oder? Ja, genau. Der Berg ist im Westen, richtig. Ja. Dann bitte mal alle auf den Snapperberg Ausguck halten. Niemand. Beschuss, ja? Dann alle runter. Fry, wo liegst du? Wo wurdest du beschossen? Oder war es Marokko? Also, ich bin hinter euch. Aber anhand des Lecks kann ich das nicht so genau sagen. Okay. Ein Schuss nur, ja? Ja. Verdammt. Okay, ein Stück nach Nordwest vorrücken. Schnell versetzen. Oder West. Und dann jeder unter so eine Tanne packen und dann gucken wir da mal rüber in Ruhe. Ja. Ich auch ein bisschen erzählen, einen Alarm im Osten beobachten, dass die uns aufgeklärt haben und ja. Laufen, ja. Guter Hinweis. Er liegt hier links, Fussel. Müssen wir nach Osten decken. Ja. Also ich kann mit dem Rangefinder X absolut keinen aufklären. Aber trotzdem heißt es nicht, dass er nicht trotzdem jemand liegt irgendwo. Unsere Position ist jetzt ungefähr 0,15. 999, 0,99 oder was? Kann es genau? Ja, 010, 999. Ja. Position mit zweiten Dot markiert ist der linke. Also wir rücken jetzt ab, es gibt keinen weiteren Beschuss. Hoffen wir, dass uns keiner gesehen hat. Darf ich mich zur Verfügung stellen, über freies Gelände zu laufen? Bis in die mittlere Baumreihe?
Ja, wie genau, wir machen jetzt sozusagen einmal ein Team deckt. Fussel geht hier auf den Hochstand. Oder nee, das Sniper. Das Sniper, das Sniper. Der Simex müsste da noch hochklettern. Vielleicht sieht er da mehr. Und dann schicken wir zwei Leute vor und die anderen zwei decken. Das heißt, Marok Zuck. Nee, warte mal, der Zuck bleiben wir hier. Marok und ich. Nee, auch nicht gut. Dann Fry und Marok. Fry und Marok rücken vor und zwar jetzt nicht direkt auf den Hügel zu, sondern auch so ein bisschen flankend, also rechts nach Westen rüber zum nächsten Busch. Und dann folgen ich und Zuck. Und dann bleiben Fussel und Simax bleiben hier. Fussel deckt eher nach Ost. Simax deckt mit dem Sniper über die Ebene. Also von hier kann ich ziemlich schlecht wirken für, Okay. Schlechter als von unten? Okay, der Positionsvorschlag von dir? Schuss. Sperrfeuer nach Süd. Smoke raus. Getroffen. Puzzle geht's gut. Einmal durchziehen. Ah ja. Zucker ist down. Ich leg ab. Ja, nicht so ins Freie, bitte. Moment. Ich behandle ihn dann schon, ja? Ja. Alle unten bleiben und unter so eine Tanne kriechen. Du kannst noch zu Ende behandeln hier. Wo ist er? Zieh mal Zuck bitte ein bisschen mehr in Richtung Tanne. Hat irgendjemand eine Position vom Sniper? Okay, so verstanden. Ich kann nichts aufklären, weil ich alles doppelt sehe. Ja, Zug muss geheilt werden, leider. Der muss erst spritzen. Ich brauche jemanden, der ihn verarzten kann. Ich kann nichts machen. Wer ist ein Medic? Zug, oder? Scheiße. Ja. Zug ist Medic, genau. Wie ist der Plan B? Noch mal so. Plan B ist, nach links über das Waldgebiet zu flanken. Nee, ich meine eher im Umgang für die Verletzten. Ich verbinde gerade dein Bein. Es gibt eigentlich keinen Plan B, außer Zuck den Morphin abzunehmen und dann versuchen. Ich glaube, spritzen können wir ihn nicht. Oh.
Ich muss kurz zur Zucker gucken, was da los ist. Okay, Zug. Fahrzeug, Stopp, Break, Break. Fahrzeug bewegt sich von rechts nach links. Linke Bergrücken runter. Bewaffnetes Fahrzeug. Also Zug ist down. 190 Grad. Verstanden. Kein Sichtkontakt. Kontakt auf 218 Grad, 500 Meter. Simex, lebst du noch? Ja, bin nur verletzt. Beschuss kommt rein. Ja. Ich versuche, wollen wir abbrechen, Richtung Ost durchbrechen? Nach hinten abhauen? Könnt ihr noch laufen? Okay. Wir müssen eigentlich an den Zug ran und der liegt da leider auf dem Feld mitten, da sind wir eigentlich auch nicht gedeckt. Aber wir müssen hier weg, wir werden zusammengeschossen. Bleibt in Deckung. Smoke, ich smoke. Hat Simex. Ah, Simex ist down. Okay, gleich weiter sprinten übers Feld hier nach Richtung Ost. Wo ist das gleiche? Ich will die Woche Bandagen. Ja, hier. Okay. Rechtsklick. Ihr müsst jetzt Rechtsklick machen, dann seid ihr aus der Cam raus. Ja, oh, das war heftig. Ja. Yep. Hallo Jungs. Habt ihr auch Mission Completed Screen jetzt? Seid ihr eigentlich da rumgerannt? Also war das wir irgendwie haben keine Fahrzeuge gehabt. Hilfe, warum das? Wir hatten kein Fahrzeug, ja. War etwas ja, ärgerlich. Wir hatten zwei hier. Oh, okay. Das ist natürlich interessant. Ja, da hättet ihr doch was sagen können. Wir hatten auch zwei, die sind leider aufeinander gespawnt. Und das ist, scheint ein Fehler zu sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Ja, okay, dann direkt explodiert oder wie? Ja. Hätte aber auch nichts gebracht im Endeffekt. Wenn er einen großen Lastwagen gehabt und. Na, wir hätten einen größeren Bogen gefahren. Ja, okay, das vielleicht. Ja, das war, wir mussten, ja, das Problem war, es war doch weniger Deckung, als ich dachte. Ich muss kurz drüber reden, oder? Ich fand das ich fand die Situation interessant. Ja. Ja, hau ran. Ich fand spannend, auf dem Sniperberg, da hat irgendjemand rosa gesmoked, nach Beschuss von uns. Ja, richtig. Haben wir da irgendwas getroffen? Nee. Ah,
Ah, okay. Aber ich dachte davon, also ich, sagen wir es so, ich habe in die Richtung gefeuert, aber ich habe den Smoke geworfen, damit ihr weiter auf die Position feuert und ich war dann schon längst, wie das MG-Feuer da noch reingeprasselt ist, hatte ich schon Position verschoben. Alles klar, alles klar. Ja, die waren mir nicht schuldig. Also wir haben niemals nirgendwo gesehen. Deswegen.